Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Herzlich willkommen hier im Grillstudio. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wir schreiben heute den ersten Advent. Jetzt wird es einmal Zeit, dass wir endlich einmal ins weihnachtliche Essen übergehen. Wir machen heute was ganz was Leckeres. Wir machen heute Schulter vom Reh auf Fichtenzweigen gegart. Low and slow gesmoked, quasi im Träger-Pelletgrill mit feinem Brezenknödel-Soufflé und leckerer Glühweinsauce. Klingt alles super kompliziert. So, jetzt haben wir das Wort, wo ich gesucht habe. Nein, ist es nicht. Und das zeigen wir euch. Nach dem Intro geht's los. So, dafür brauchen wir folgende Zutaten. Wir haben hier ein richtig schönes Stück vom Reh, eine Rehschulter. Wir brauchen alte, trockene Brezen, Petersilie, Zwiebeln, Eier, Wildfond, Balsamico-Glas, wissen wir noch nicht so ganz genau, aber wahrscheinlich, wenn wir es brauchen, Glühwein, Portwein, Milch, brauner Zucker, Butter, saure Sahne. Hier haben wir auch ein bisschen der Tomatenmark und ganz wichtig heute, Fichtenzweige. Freunde, das wird lecker. Freunde, es geht so langsam, aber sicher auf Weihnachten zu. Wir schreiben heute der erste Advent. Es wird Zeit, dass wir auch mal was Weihnachtliches auf den Grill legen. Und was passt denn besser als ein wunderschönes Stück Fleisch, das man sich vielleicht nicht das ganze Jahr über leisten oder gönnen möchte? Ein richtig schönes Reh aus dem heimischen Wald. Ganz besonders zubereitet, da kommen wir mal später dazu. Also ich bin noch mal super gespannt, das wird auf jeden Fall mega einfach und ich hoffe auch super lecker. Als erstes müssen wir unsere Rehkeule parieren und dafür denke ich, schaut er aufs Brett. Danach haben wir nämlich ganz viel Zeit zum Glühwein trinken. Da haben wir uns jetzt was Feines vorbereitet, gestern Abend schon. Da haben wir jetzt von den Fichten die Nadeln abgezupft und haben die fein gehackt und mit ganz normalem, groben Salz vermischt. Das lasst ihr über Nacht stehen und dann nehmt ihr mal eine Nase, da riecht das Salz so richtig nach Wald. Das Salz nehmen wir her und würzen unsere Schultern. Ja, wenn unsere Schultern, unsere Rehschultern fertig sind, dann nehmen wir eine Pfanne oder einen Bräter oder was ihr halt zur Hand habt, irgendwas Feuerfestes, das muss nämlich in der Grill. Und dann legt das aus mit schönen, frischen Fichtenzweigen. Das sollte schon unten anlegen, weil wir da nämlich eine Flüssigkeit reinmachen. In unserem Fall einen Glühwein. Und wenn das dann nicht anliegt am Boden, dann entfaltet es kein Aroma. Außerdem schaut es doch viel schöner aus. Haben wir schon jetzt viel gesammelt. Ich war gestern unter Einsatz meines Lebens durch den Wald und habe Fichtenzweige geerntet. So, da geben wir dann einen ordentlichen Schuss Glühwein rein. Ja, und darauf platzieren wir jetzt unsere Schultern. Dürfen ruhig überschauen, das passt, das macht gar nichts. Ja, und so lassen wir das Ganze jetzt einfach, ich sage mal so eine halbe, dreiviertel Stunde ziehen. Die Zeit nehmen wir mal her und starten der Grill. Ja, Freunde, da steht er. Das heutige Grillgerät, unser Traeger, jetzt hätte ich fast gesagt Pro Series 22, nein, das war der alte, der Timberline 1300, der ist ein bisschen größer als der Pro Series 22, aber egal. Den starten wir jetzt und regeln den Grill auf 120 Grad indirekte Hitze ein. Der Rest macht der Traeger jetzt von ganz alleine. Ja, das heißt, wir könnten eigentlich der erste Glühwein trinken. So, Freunde, der Grill ist vorgeheizt. Jetzt kommt die Pfanne samt den Fichtenzweigen und den Rehschultern in der Grill bei 120 Grad. Und dann lassen wir es erst einmal richtig schön gemütlich vor sich hinschmeckeln. Fichtenzweige kriegt ihr übrigens in jedem Wald. Könnt ihr mal bei Wikipedia oder bei Google gucken, wie Fichten ausschauen. Und geht's die mal sammeln. Fichten sind die Dinger, wo die Nadeln stechen. Ja, Tannen, die Nadeln stechen nicht, die bei den Fichten schon. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Ist eine schöne Eselsbrücke. Aber genug gefaselt, ab mit dem Ding in der Grill. Dann werden wir das Ganze noch mit einem Temperaturfühler ausstatten. Oh, jetzt Klappe zu. Freunde,
Jetzt haben wir erstmal Ruhe. Ich denke mal locker flockig, dass das 2, 2,5, vielleicht sogar 3 Stunden dauern wird. Eine Kerntemperatur von 68 Grad streben wir an. Das wird lecker. Schon wieder ist passiert, Freunde. Ich habe vergessen, den Ton anzumachen. Also, noch einmal für euch. Der Jörg hat jetzt Zwiebel, eine schöne große Gemüsezwiebel, klein gehackt, fein gehackt. Damit machen wir jetzt unsere Soße, unsere Glühweinsoße. Die machen wir ganz unspektakulär. Da machen wir keine Knochen oder nichts. Wir schwitzen die Zwiebelchen an, machen ein bisschen Tomatenmark rein, löschen mit Portwein und mit Glühwein ab, würzen das Ganze mit Pfeffer, Salz, ein bisschen Zucker kommt noch mit rein. Also eine ganz einfache Nummer. Es muss bloß auch einige Zeit reklamieren, hätte ich fast gesagt, reduzieren, damit wir einfach auch eine richtig schöne Soßenkonsistenz bekommen. Deswegen fangen wir da jetzt schon an. Wenn ihr jetzt eure Zwiebeln Farbe zieht, hier seht ihr das richtig schön, am Rand kriegen sie Röstaromen, dann ist es soweit, jetzt kommt der Zucker rein. Jetzt karamellisieren wir das Ganze. Also es gibt einen wunderbaren Geschmack. Das machen wir übrigens auch immer mit unseren Bierschmorzwiebeln. Ne? Da haben wir jetzt schon ein paar Rezepte gehabt. Zuletzt haben wir eine Baconbomb gemacht, die kommt aber erst noch, die seht ihr erst in der Zukunft. Eine ganz, ganz leckere Geschichte. Und sobald der Zucker jetzt geschmolzen ist, kommt dann auch direkt unser Tomatenmark zum Einsatz. Für etwa 3 Esslöffel, das rösten wir da jetzt mit an. Beim Tomatenmark und beim Zucker müssen wir jetzt aber aufpassen, dass wir das nicht zu lange machen. Das ist immer so meine Devise. Röstaromen sind okay, aber wenn es zu lange dauert, wenn es anbrennt, dann wird das bitter, dann schmeckt es nicht mehr, dann kannst du das schier nicht mehr essen oder auch nicht mehr retten. Das lassen wir jetzt ein klein bisschen am Topfboden angehen und dann löschen wir schon das erste Mal mit dem Wein ab. Ach, geil. Jetzt löscht du das Ganze mit dem Portwein und direkt danach mit dem Glühwein ab. Schaut, dass sich die Röststoffe am Boden wieder lösen. Glühwein darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Wir wollen ja eine weihnachtliche Soße haben. Und dann gebt da ein Glas Wildfond da rein. So. Das war's schon. Wir wollen das Ganze jetzt noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann kochen wir das Ganze ein, dass es eine richtig schöne, cremige, soßige Konsistenz bekommt. Als nächstes ist die Masse, der Teig für unsere Brezenknödel-Soufflés an der Reihe. Da haben wir jetzt hier ein paar altbackene Brezken, die schneiden wir jetzt einfach in kleine Scheiben oder Würfel. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt, wie es euch lieber ist. Also, ganz unspektakulär. Dann müssen wir Zwiebeln anschwitzen. Ja, Milch ein bisschen erwärmen, Sauerrahm erwärmen, alles zusammenmischen. Also, total easy. So, und ab geht das große Kneten. Die Masse kommt da jetzt rein. Bräuchte ja bloß was sagen, weil ich dir dem ja helfen, aber... Das nützt aber nicht, wenn du mit den Fingern die Flüssigkeit reingehst. Was noch fehlt, ist natürlich würzen. Würzen doch mal mit Salz und mit Pfeffer und mit Muskat, wie bei einem normalen Semmelknödel auch. Pfeffer ein bisschen aufpassen, in der letzten Zeit verpfeffere ich immer so viel. Da schimpft mich mein Junior immer. Und die Nuss, die berühmte von Dr. Muskat. Ha gut, ich bin ja gerade im Bild. Wenn es wieder ein bisschen abgekühlt ist, dann geben wir da das Ei dazu. Aber auch erst dann, 4 Eier in dem Fall. Weil, was wird passieren, wenn wir das beim heißen Milchgemisch da reingeben würden? Das Ei wird stocken, klar, dann haben wir einen Eierstich im Knödel, wollen wir auch nicht. Das ist ein Angeber, der kann das einhändig. Ja, die hat nur 4 Finger, da geht das besser. Ganz zum Schluss, bevor wir es in den Grill geben, kommen da noch 2 steif geschlagene Eiweiß rein. We're gonna dance, dance, have a good time, dance.
Jetzt ist aber wirklich Zeit, dass wir die Knödel reinbringen. Dafür haben wir jetzt den nächsten Grill vorgeheizt, 200 Grad. Ihr könnt natürlich den Ofen nehmen, wenn ihr keine zwei habt, aber wir sind gerade draußen. Warum soll ich jetzt in die Küche springen? Ne? In diesem Grill haben wir jetzt hier eine schöne Schüssel. Da stellen wir die kleinen Soufflés rein. Machen wir kurz zu. Ich muss schnell das Wasser holen. Bleibt da. So. Dann füllen wir da ein bisschen mit Wasser an. Genau. So, und wenn ihr jetzt noch übrig habt, dann nehmt ihr so einen Fichtenzweig, ja, macht es ein bisschen kleiner, dass er reinpasst, und legt den auf den Brenner. Ja. Schauen, dass wir Gas geben. Und schnell zu. Jetzt haben wir eine richtig schöne Fichtenrauchentwicklung. Also werden auch noch unsere Soufflés ein bisschen gesmoked. Richtig, richtig lecker. Wir haben es vorher schon mal ausprobiert. Allein schon der Geruch von dem Rauch, der ist mega. So, das Ganze bleibt jetzt eine Viertelstunde da drin. Maximal 20 Minuten. Das ist nämlich dann zeitgleich fertig mit dem Fleisch im Träger. Dann seid ihr dabei. Schauen wir mal rein, richten an und gut ist. Es ist soweit. Jetzt schauen wir gemeinsam und ganz schnell in den Grill rein. Und dann machen wir ein schönes Brettel, richten schön an, machen ein paar Bilder und zum Fazit seid ihr dann wieder am Start. Das ist eh kalt, es wird Zeit, dass wir ins Gartenhäusle kommen und einen leckeren Glühwein trinken können. Jawohl! Der Deckel wird gelüftet und alle stehen sie parat mit ihren Handys. Seid ihr soweit? Eine schöne rote Farbe vom Rauch, geil! So, wie gesagt, wir wollen da jetzt ein kleines Stückchen runterschneiden und einen Teller anrichten und euch zum Fazit dazu holen. Freunde, ich darf endlich probieren. Es ist der Wahnsinn. Es ist ein richtig schönes, saftiges Stück Fleisch hier auf meinem Brett. Eine richtig leckere Soße. Ach, Traum. Schaut mal, wie sich das ablösen lässt. Toll. Super zart, ein richtig schönes Aroma. Man schmeckt tatsächlich ein bisschen Wald. Die Fichte ist da eine ganz geile Nummer und total einfach. Ihr habt es gesehen. Der Ordnungkeit halber probieren wir das Soufflé auch noch. Richtig schöne Nummer. Einfach und das kann jeder, wirklich jeder zu Hause nachmachen. Und das macht ihr bestimmt. Und wenn ihr es gemacht habt, schreibt es unten in die Kommentare rein und schreibt uns, wie ihr es gefunden habt. Also ich finde es mega. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt uns das mit einem Daumen hoch. Ein Abo wäre schön. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch früh um 6 wieder, beim nächsten Weihnachtsvideo hier bei AJ Barbecue, der Eiger Griller. Mein Team und ich, wir sagen Servus und gehen essen. Macht's gut. Bis zum zweiten Advent. Servus.